Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro und Sonos War, die besten 5 Forster Wassermonster. Ja, das Ganze hatten wir natürlich schon im Feuer. Am Ende des Videos werde ich das natürlich verlinken, ja, dass ihr da im Prinzip dann einfach nur draufklicken könnt und zu dem Feuervideo kommt. Wir machen hier Wasser und ich muss echt sagen, bei Wasser war es extrem schwierig. Bei Feuer fand ich es eigentlich recht einfach, so sage ich mal, so irgendwie eine Reihenfolge zu finden. Bei Wasser ist es extrem schwer, weil ich meiner Meinung nach auch von den Nat 5s her zum Beispiel viele Wassermonster als sehr gut empfinde. Also wirklich als sehr, sehr gut empfinde. Es gibt extrem viele gute und deswegen war es sehr schwer. Eigentlich hätte ich da Top 10 machen müssen oder so, aber ich habe ja bei Feuer Top 5 gemacht. Das heißt, bei Wasser waren es auch Top 5, aber da sage ich auch gleich dazu, viele andere, die jetzt vielleicht nicht unter diesen Top 5 sind, hätten es verdient, sage ich mal, unter diesen Top 5 halt zu sein. Ich musste mich aber halt entscheiden, und das ist im Prinzip geworden. Okay, wir gehen auch gleich zum ersten Monster. Kommen wir zu unserem ersten Monster, das ist unsere Xiu-Lin. Ja, ich habe mich für Platz 5 entschieden für Xiu-Lin. Xiu-Lin ist ein mega geiles Raid-Monster, das wissen wir ja alle. Und ja, deswegen freue ich mich hier ein bisschen über Xiu-Lin zu reden, obwohl ich sagen muss, die Niederfertigkeit benutzen wir leider nicht so ganz oft. Ganz einfach, wir benutzen sie nicht oft in der Arena. Meistens ist sie natürlich hier im Raid dabei oder in den Elemental Rifts dabei oder vielleicht noch im Necro. Ansonsten wird sie jetzt nicht oft benutzt, sagen wir jetzt einfach mal. Es gibt zwar Leute, die benutzen sie zum Beispiel auch noch in Dragons oder so, sehe ich jetzt aber nicht als mega geiles Dragons-Monster. Und wir kommen schon zu der ersten Fertigkeit, die zumindest deswegen schon mal ein Stück geil ist, ja, sie zum Beispiel hier im Raid mitzunehmen. Wir wissen ja, der Raid-Boss hat viele schädliche Effekte drauf, ja. Sag ich mal, vom Defense-Break zum Heal-Block, ja. Alles mögliche an schädlichen Effekten drauf. Und sie bekommt 15% mehr Damage für jeden schädlichen Effekt, den der Gegner auf sich drauf hat, ja. 4 Kugeln, 15%, immer mehr, ja, je nachdem natürlich, wie er sie geruht hat, kann sie bis zu 20 oder sogar 25, je nachdem, wie er sie geruht hat. Meine macht mit Attack-Buff auf einem Defense-Break, also der Gegner sollte einen Defense-Break haben, macht sie, glaube ich, 15.000. Das ist nicht unbedingt viel, ja, aber weil man halt noch auf ein bisschen HP und Defense und ich habe sie in der Frontline stehen, ja, muss ich natürlich auch achten, kann ich nicht komplett auf Damage gehen. Hätte ich sie aber komplett auf Damage, auf Attack, Crit Damage, Attack, würde sie definitiv viel, viel mehr schaffen. Könnt ihr gerne unten in den Kommentaren schreiben, wie viel Damage eure drückt, ja, auf einem Defense Break, vielleicht noch mit Branding, ja, auf dem Raid Boss, wie viel denn eine Kugel macht, natürlich Voraussetzung, sie crittet auch, ja. Könnt ihr gerne unten als Info für die Leute, die das Video gucken, auch mal schreiben. Dann hat sie natürlich noch hier in dieser Fertigkeit an sich eine kleine Passive drinne, weil befindet sich diese, Xiu-Lin, sag ich mal, in der Abklingzeit, dann habt ihr eine 25%ige Chance, einen Gegenangriff durchzuführen, ohne dass ihr überhaupt Drache-Runen irgendwie auf eurem Monster drauf habt, und benutzt diesen Energieball. Klar, Energieball. Und Energieball hat noch eine 30%ige Wahrscheinlichkeit, dass es auch noch die zweite Attack benutzt, und da sind wir auch schon bei der zweiten Attack, und diese zweite Attack ist auch cool für Raid. Attackiert das Ziel mit einem Drehkick, ja, und verringert den Angriffsbalken um 50%, mit einer Chance von 80%. Da sehen wir auch, das Monster kann auch richtig geil zum Beispiel im, ja, auch in Dragons zum Beispiel sein, aber wie gesagt, es ist nicht so das Ultra-Pro-Dragons-Monster, sage ich gleich gleich, weil so viele schädliche Effekte benutzen wir meistens nicht in Dragons, wir nehmen meistens nur einen Defense Break, ja, und dann einfach nur Damage, 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 Damage. Vielleicht noch Branding, ja, wenn ihr eine Stella mit habt oder so, mega cool. Habt ihr vielleicht noch Branding, ja, das sind 2 schädliche Effekte, ja, mit dieser Fertigkeit machen wir ja dann 30% mehr, ist trotzdem was, aber, ja, nicht viele nutzen sie, sag ich mal, in Dragons. Angriffsbalken um 15% mit einer Chance von 80% verringere das Angriffstempo für 2 Runden. Ja, also bekommen wir natürlich auch noch ein Slow auf dem Gegner, was wieder gut ist für unseren Raid-Boss. Betäubt den Gegner für eine Runde, wenn der Angriffsbalken des Gegners durch diese Attacke geleert wird. Ja, also nützt im Prinzip ja hier im PvP-Bereich natürlich auf jeden Fall was. Weil da haben wir ja die Möglichkeit, sag ich mal, den Angriffsbalken komplett zurückzusetzen und auch den Gegner zu betäuben. Ja, den Raid-Boss können wir leider nicht betäuben, den Necro-Boss und den Dragons auch leider nicht betäuben, ja. Okay, gehen wir zu einem ersten Attack, die ist im Prinzip jetzt nicht so Highlight, ja, außer dass sie, wie gesagt, diese 30% Wahrscheinlichkeit hat, sag ich mal, den Trickkick zu benutzen, hat hier eine Wahrscheinlichkeit von 50% für eine Runde, die Verteidigung des Gegners, sag ich mal, zu reduzieren. Also 2 Runden im Prinzip in Defense-Break auf dem Gegner. Ja, Xiu-Lin, wie kann man sie ruhen? Man kann sie natürlich hier auf Vamp Blade spielen, man kann sie auf Vamp
Ja, es gibt sämtliche Varianten. Vamp Energy zum Beispiel für Raid, wenn ihr sagt, ah, mir fehlt leider ein bisschen HP, ich habe einen geilen Schaden drauf, ich habe auch, sie ist nicht zu slow, sie ist nicht zu, also nicht irgendwie, gammelt nicht mit plus 10 Speed irgendwie rum. Ich brauche irgendwie aber noch ein bisschen Energy, weil sonst stirbt sie mir im Prinzip gleich weg im Raid. Könnt ihr natürlich auch Energy-Runen drauf knallen. Ihr könnt genauso auch Fokus-Runen benutzen, ja, wenn euch jetzt zum Beispiel der Defense-Break hier irgendwie in irgendeiner Weise wichtig ist, beziehungsweise hier der Drehkick, auch die Fertigkeiten brauchen auch ein bisschen ACC. Deswegen könnt ihr natürlich auch ihr Fokus-Runen nutzen. Ihr könnt aber ganz auch, ja. Gut, wenn man sie im PvP-Bereich benutzt, könnte man natürlich auch Zerstörungsruhen ist egal, nutzen, würde auch funktionieren, aber rein für den Raid, wo sie ja im Prinzip am meisten genutzt wird, sage ich einfach mal, Vamp irgendwas. Ihr könnt von mir auch Broken Ruhen oder irgendwas, ihr könnt auch Frostruhen drauf machen, wenn euch die Resistenz ein bisschen wichtig ist, auf jeden Fall, was ja im Raid vom Vorteil ist, könnt ihr alles draufknallen. Ansonsten, das wäre jetzt was für die Frontline, zum Beispiel auf Defense, Crit Damage, Attack. Und mit viel HP in den Subs und auch mit viel Defense in den Subs, so dass sie, sage ich mal, nicht mit zu wenig Defense rumrennt. Sie hatten einen sehr hohen Grund-Defense-Wert. Wenn wir mal auf meine gehen, wo ist sie? Hier ist sie. Hat sie einen Grund-Defense-Wert von 649 am Ende und das ist extrem viel für einen Attacker. Und ich habe plus 742 Defense, liegt einfach und noch HP. Wie gesagt, mir war HP wichtig, nicht nur Attack. Hab sie auf Defense, Attack und Attack geruht. Man könnte natürlich auch sagen, hey, ich spiele auf Defense, Crit Damage, Attack. Leider habe ich immer keinen guten Crit Rate. Die Crit Rate gefällt mir halt dabei nicht, ja. Früher hatte ich sie halt, wie gesagt, auf Slot 4 Crit Damage, aber sie hat fast nie gecrittet und dadurch habe ich gesagt, okay, komm, ich mache da jetzt eine Attack rein und kann die Crit Damage Runde für ein anderes Monster benutzen. Mir gefällt sie auch so, mein Raid Team läuft. Ich habe genug HP, ich habe genug Defense. Speed ist okay, natürlich gibt es schnellere, es gibt aber auch genauso langsamere Seolins, die ich im Raid sehe. Deswegen bin ich damit an sich zufrieden. Wenig Resistenz, wenig ACC, mir geht es halt um den Damage. Und ja, aber Verbesserung kann man hier auf jeden Fall, also man kann bessere Runen auf jeden Fall der Seolin geben. Das ist schon mal Fakt. Okay, wir gehen zum nächsten Monster. Bevor wir zum nächsten Monster gehen, ja, Caro wieder voll vergessen. Ja, wenn man sie für die Backline baut, könnte man zum Beispiel an ganz einfach auf Fatal Blade, auf Zornklinge Blade, wie auch immer, spielen. Man kann auf Broken spielen. Hauptsache genug Damage. Ja, ein bisschen HP auf jeden Fall dabei. Ihr solltet so ungefähr bei plus 9000 HP auf jeden Fall rauskommen. Mindestens, wenn nicht sogar plus 10.000 HP, auch für die Backline. Und ansonsten Attack, Crit Damage, Attack, Speed natürlich in den Subs. Wie gesagt, ACC, wenn euch das alles sehr wichtig ist und nicht nur der Damage wichtig ist. Könnt ihr sie natürlich auch so für die Backline benutzen. Aber jetzt zum nächsten Monster. Hier habe ich sehr überlegt, ja, Stella oder nimmst du ein anderes Monster? Beziehungsweise habe ich halt überlegt, ja, vielleicht die Kung Fu vorsetzen und als fünftes zum Beispiel eine Emma rein. Nur Emma, ist nicht einer meiner Favoriten. Natürlich, Emma ist bei vielen trotzdem Favorit, zum Beispiel in Guild War und so weiter und so weiter. Wer nicht weiß, wer Emma ist. Das ist die Neo-Zone-Agentin im Wasser. Ist leider jetzt nicht unter den Top 5. Ich hatte extrem überlegt, allgemein, es waren noch so viele Wassermonster dabei, die hätte ich auch unter die Top 5 geschmissen, aber ich musste mich entscheiden und habe mich jetzt für die Stella entschieden. Stella ist ein mega cooles, zum Beispiel Dragons-Monster. Dragons, sie kann Angriffsbalken zurücksenden, sie kann Branding, sie kann Deathbreak, sie macht auch einen richtig coolen Schaden. Also ein richtig mega cooles Monster, was aber viele Stats benötigt. Für jeden, der im Early Game ist, würde ich nicht raten, dieses Monster zu bauen, weil an sich braucht unsere Stella im Prinzip Crit Rate, Crit Damage am besten, Attack, Speed, viel Speed, ja, ich sag mal mit Würde Lead, jetzt sage ich mal im Dragons, braucht man mindestens 85, 90 Speed. Damit sie, sage ich mal, hier ihre 7 Treffer landet mit Lead, mit Würde-Lead. Also das ist schon extrem, sage ich mal, was unsere Stella hier braucht. Zudem braucht sie auch noch ein bisschen ACC, ja, wir erinnern uns, wie gesagt, Deathbreak, Branding und. Also braucht sie auch noch ACC und das sind viele Stats, die sie benötigt, am besten noch ein bisschen HP, damit sie nicht gleich stirbt oder so.
Also, er ist nicht ohne sie zu ruhen, sage ich jetzt einfach mal. Ist wirklich nicht ohne. Okay, wir gehen aber zum Fertigkeiten. Er attackiert einen Gegner und senkt den Angriffsbogen um 10% je Attacke. Ja, sehen wir je Attacke. Abhängig vom Angriffstempo steigt die Anzahl der Schläge bis zu 7 Treffern. Und deswegen meine ich, Speed ist extrem wichtig. Viele nutzen sie im Dragons, wie gesagt, mit Würdelied. Dann braucht sie nicht ganz so viel Speed, wie wenn ohne Speedlied irgendwie ihr irgendwo drinne seid, sage ich jetzt mal. Wie jetzt zum Beispiel ist ein geiler Laika-Killer, beispielsweise im PvP. Also geht der mit Stella rein gegen Laika. Laika ist sofort eigentlich dead. Vielleicht noch einen Defense Break drauf. Am besten noch hier auf Vio und ihr habt ein bisschen Luck. Ja, mit der ersten hier einen Defense Break setzen und dann setzt ihr die letzte ein. Und ja, Laika ist einfach mal pfiuh, ja, zu viele Attacks, ja, zu viele Multi-Hits. Und ja, das war's dann mit Laika. Aber an sich sonst natürlich ein cooles, wie gesagt, Dragons oder auch Giants Monster könnt ihr auch gerne in Giants benutzen. Nicht im Necro, weil hier wird das Angriffstempo natürlich gedrosselt. Das heißt, euch bringt hier das nichts, weil er wird nicht, also Stella wird nicht 7-mal angreifen. Weil, wie gesagt, am Ende beim Necro-Boss ist ja im Prinzip die Speed gesenkt, beziehungsweise alle haben die gleiche Speed. Und deswegen nützt euch das nichts. Ja, da greift sie vielleicht 2 oder 3-mal an, macht ihre 3 Attacks und es nutzt an sich mir nichts. Macht natürlich auch dann weniger Damage, ja, mit 3 Attacks statt 7. Ist klar. Ja, hier haben wir natürlich attackiert den Gegner 2-mal. Jede Attacke hat eine 75%ige Chance auf ein Brandmal für 2 Runden. Gegner mit einem Brandmal halten 25% mehr Schaden. Ja, also denkt bitte dran, Defense Break und Brandmal macht natürlich alles nochmal gleich viel mehr Damage. Zudem muss man echt sagen, ihre Grundstats, meine Stella nutze ich derzeit an sich nicht mehr, habe ich trotzdem noch gewohnt für den Weltenboss, deswegen hat sie auch nicht gerade viel Speed, also da mein Speedwert reicht nicht aus, um ihre 7 Kicks zu machen, sage ich einfach, sie ist an sich nur noch gewohnt, ja, für den Weltenboss, ich nutze sie gerade auch nicht in Dragons, weil ich da ein bisschen so die safere Variante genommen habe, aber hier für ein Speed-Team ist Stella im Prinzip ein sehr nices Monster. Aber wo man sagen muss, der Attack-Wert ist ein guter Attack-Wert, ist ein guter HP-Wert, den sie an sich schon an Speed-Wert ist so im Mittelmaß, ja, ist nicht gerade hoch, ist aber auch nicht wenig. Also da seid ihr im Prinzip gut ausgerüstet und mit ihr kann man echt viel machen. Wie würde ich sie ruhen? Ja, wie würde ich sie ruhen? Entweder ich würde sie natürlich auf Swift-Fokus, weil wir brauchen natürlich hier auch ACC drin, oder Swift-Blade, ja, mit Crit-Rate, weil falls euch ein bisschen Crit-Rate fehlt, auf natürlich Speed-Crit-Damage-Attack ruhen. Oder ihr macht natürlich, das ist natürlich dann schon weiter, vielleicht Richtung Endgame, ja, könnt ihr natürlich hier auch Vio spielen, ja, viel Speed natürlich wieder drin, Crit Rate, Crit Damage, Attack, ein bisschen HP und ACC, ja, also wieder, ihr hört viel und nochmal viel braucht ihr da, könnt ihr natürlich auch auf Speed, Crit Damage, Attack ruhen mit Vio, Vio Focus, Vio, was auch immer, falls im PvP Vio will oder sowas, könnt ihr natürlich da auch da benutzen. Oder Vio Shield zum Beispiel. Shield-Ruhen sind immer sehr gut in den Dungeons, ob das Giants ist, ob das Dragons ist oder ob das Necro ist. Mach mal hier weg. War, glaube ich, Pizmeat oder sowas. Ich weiß gerade gar nicht. Also da auf jeden Fall habe ich den Faden verloren, Caro. Ja, Caro hat den Faden verloren, sehr gut. Nur wegen Pizmeat. Was hat Pizmeat? Sterben wir heute? 1000 Tode. Okay. Wird immer angezeigt, weil ich mir teilweise sogar Pizmeat angucke, ja, für die Leute, die das interessiert, ja, was ich noch so bei YouTube gucke. Aber jetzt weiß ich trotzdem nicht mehr, wo ich war. Ich habe den Faden verloren. Richtig schön, Caro. Klasse. Auf jeden Fall ist sie ein cooles Monster, was ihr natürlich hier in Dragons nutzen könnt. Und ja, achso, Shieldruhen, genau, Shieldruhen sind überall sehr gut, natürlich für die Middle Stages, sag ich mal, bis zum Dragons Boss zu kommen, ja, dass euch, sag ich mal, ihr nicht eher sterbt. Es sind immer Shieldruhen eine sehr gute Sache. Wenn ihr ein bisschen HP auf ihr drauf habt, könnt ihr natürlich hier sehr gut mit Shieldruhen auch arbeiten und auf Vio Shield halt spielen. Okay, gehen wir zum nächsten Monster, Caro labert zu viel. Auf Platz 3 ist mein Eisig, beziehungsweise Strickstrich, ja, Schilling, beziehungsweise mein Schillig, sage ich einfach immer. Ja, warum? Weil es ein mega cooles, auch in der PvP-Bereich, zumindest das Realtime-Arena ist, oder im Guild War eine geile Sache ist, zum Beispiel gegen Rakans, oder eine geile Sache natürlich in Dragons ist. Safe Team Dragons ist das Motto meines Isaac. Ich benutze Isaac sehr gerne in Dragons und immer noch in Dragons. Und ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Man kann an sich nicht viel zu ihm sagen. Man kann ihn auf Swift spielen. Auf Swift, Speed, Crit Damage, Attack, Speed,
HP, HP, Speed, Crit Damage, HP, Speed, Attack, Attack, was auch immer, was ihr für Runen überhaupt und für was ihr ihn halt benutzt. Wollt ihr ein bisschen mehr Damage? Natürlich macht ihr mehr Damage drauf. Wollt ihr ihn eher tanky haben? Ja, logisch, dann macht ihr halt auf Speed, HP, HP. Je nachdem, für was ihr ihn halt benutzt und ob er Damage machen soll oder nicht. Es gibt zum Beispiel in der Realtime-Arena gibt es Leute, die Eisig nutzen zum Beispiel. Die arbeiten eher tanky, die wollen eher einen Eisig haben, der sehr tanky ist. Oder sie arbeiten halt, der soll schon Damage machen. In den Subs mache ich ein bisschen HP rein und gut ist. Aber ich arbeite, spiele mit ihm auf Speed, Crit, Damage, Attack zum Beispiel. Gibt es auch, weil Eisig kann guten Schaden reinhauen, kann aber auch ziemlich tanky sein. Er ist halt, wie gesagt, je nachdem, wie ihr ruht. Kommen wir zum Fertigkeiten. Erhöht die Genauigkeit verbündeter Monster in Dungeon um 40%. Interessiert nicht so ganz. Die Leader-Fertigkeit benutzt man im Prinzip kaum. Zumindest nicht in Dungeons. Dann die coole Passive stiehlt dem gegnerischen Ziel bei einem Treffer einen hilfreichen Effekt. Dein Angriffstempo steigt mit der Anzahl deiner aktiven hilfreichen Effekte. Das bedeutet, ja, habt ihr jetzt zum Beispiel im PvP-Bereich einen, der zum Beispiel einen Defense-Buff hat, der einen Attack-Buff hat, der vielleicht noch Shield-Ruhen oder Will-Ruhen drauf hat und ihr greift an, habt ihr das alles auf eurem Eisig drauf und natürlich das Angriffstempo steigert sich, ja. Das bedeutet, er kommt einfach viel öfters und viel schneller natürlich wieder dran, deswegen baut man schon so allgemein Eisig sehr schnell und dann wird er einfach im Prinzip noch schneller. Natürlich gibt es auch natürlich auch die Variante auf Vio zu spielen, ja, also das ist dann schon richtig krass, wenn ihr zwei Monstern auf einmal die ganzen vorteilhaften Effekte im Prinzip klaut und das andere gegnerische Monster am Ende noch überholt. Kann man natürlich auch auf Vio spielen, auf Speed, Crit Damage, Attack, Speed, HP, HP. Also ändert sich nichts daran. Ihr müsst selber entscheiden, für was ihr euer Monster benutzen möchtet. Sagt ihr, oh nein, ich will es lieber für Dragons nur nutzen oder oh nein, ich nutze es eher für PvP oder so, will es tanky haben, damit es viel aushält und so, damit es richtig schön nervt oder nein, ich habe so wenig Damage-Monster bei Realtime Arena, es muss ein bisschen Damage machen, weil ansonsten bringt es mir auch nicht die geilen vorteilhaften Effekte auf mir zu haben und so, wenn ich den Gegner nicht down bekomme. Müsst ihr im Prinzip für euch entscheiden. Okay, dass die Passive erhöht das Angriffstempo und Crit Rate verbündeter für 2 Runden. Auch eine coole Sache im PvP-Bereich, beziehungsweise zum Beispiel bei Dragons auch eine coole Sache. Wo ihr ihn natürlich auch noch nutzen könnt, ist zum Beispiel bei Necro. Ist zwar kein Ultra-Mega-Necro-Monster, trotzdem habt ihr hier einen Slow, nämlich auf der ersten. Greift den Gegner 3-mal an und verringert das Angriffstempo des Gegners jeweils mit einer 30%igen Chance für 2 Runden. Der Schaden wird dem Angriffstempo entsprechend erhöht. Ja, also umso mehr Speed, wie gesagt, umso mehr Damage, dann machen wir noch einen Slow auf dem Gegner und wir haben Multi-Hits. Das bedeutet natürlich wieder, wie gesagt, für Necro eine coole Sache, auch für Dragons natürlich, dass der Dragon ein bisschen länger braucht, um wieder dran zu kommen. Und natürlich mit der Passiven, dem vorteilhaften Effekt, das heißt, Immunität im Prinzip klauen, ist deswegen eine coole Sache für Dragons. Man kann recht safe mit ihm laufen, vor allem auch wegen dem Element, ja, Wasser, Feuer ist natürlich Dragons, deswegen Eisig. Meine Nummer 3. Gehen wir ganz einfach zu unserem Orion und das wird auch schnell gehen. Fast jeder kennt Orion. Orion ist extrem nervig, zum Beispiel auch in Defense, beziehungsweise auch in der Realtime Arena extrem nervig. Er wird gehasst, ja, weil er so busy ist, ja, also busy, naja, was heißt busy, es ist einfach ziemlich lucky mit ihm, entweder er macht alles gut oder macht alles shit, so ist es einfach. Gehen wir zur Leader-Fertigkeit, erhöht die Verteidigung verbündeter Monster um 25%, ist vielen auch zum Beispiel wichtig, zum Beispiel in der Realtime-Arena, 25% Defense ist besser als nichts. Dann harmloser Streich. Wählt 4-mal zufällig einen Feind aus, um einen der folgenden Effekte zu gewähren. Vorteileffekte entfernen, also es entfernt einen vorteilhaften Effekt, zum Beispiel vom Gegner. Er hat zum Beispiel Will-Rune drauf oder Shield-Rune oder was auch immer. Eins im Prinzip entfernt er, zack, Will weg. Betäubt, Verteidigung senken oder die Regenerierung stören. Wie man das nennt, ja, Heal-Block. Heal-Block im Prinzip, ja. Von diesen Dingen macht er halt die Sachen. Das heißt, es kann mal gut sein, dass der eine gestunt ist, der andere hat den Heal-Block und der gestunt ist, hat noch den Defense-Break zum Beispiel. Und ja, zudem erhöhen wir auch noch den Angriffswert von allen Verbündeten um 30%. Dieses Monster ist so krass. Es ist wirklich einfach nur so krass. Er hat einen Strip, er hat einen Defense-Break, er hat einen Heal-Block. Und er hat natürlich hier noch Betäuben mit dabei. Deswegen ein so krass geiles Monster. Ich liebe Orion.
Und ja, kommen wir zur zweiten. Hat noch einen Defense Break. Das heißt, er greift alle Gegner an und hat noch für eine Runde Defense Break für die Gegner. Und hier springt zum Feind und hat eine 30%ige Chance, natürlich noch eine weitere Runde zu bekommen. Und deswegen nutzt man hier immer nur schön die erste Attack. Die erste Attack und immer wieder schön die erste Attack, damit man schnell wieder zu der dritten Attack kommt und, sag ich mal, wieder 30% Angriffsbalken erhöhen, schädliche Effekte auf unseren Gegnern. Ist natürlich lucky, ja, ihr könnt nicht entscheiden, auf welchen Monstern, ja, von dem Gegner, sag ich mal, diese schädlichen Effekte landen. Könnt ihr leider nicht, auch den Strip könnt ihr nicht entscheiden, wen ihr jetzt strippt oder wen ihr nicht strippt. Es ist halt, wie gesagt, lucky Orion, ja. Orion ist rein PvP. Ich hab zwar mal aus Spaß Orion mit in Dragons mitgehabt, ja, einfach nur, weil er ja im Prinzip die Immunität wegstrippen kann. Hat auch gut funktioniert, muss ich echt sagen, der Strip war echt mega cool. Hat auch manchmal schön Defense Break auf unsere Dragon gelandet, war eine coole Sache, habe ich auch schon überlegt, mal da einfach nur ein YOLO, ja, Dragons Video zu machen, aber ja, bisher habe ich es nur im Stream gemacht auf Twitch. Und war auch ziemlich cool, aber wie gesagt, rein nur PvP. Normal Arena oder Realtime Arena oder Guild War. Ja, könnt ihr ihn natürlich nutzen, ob das Defense oder Offense ist. Auf jeden Fall wird er extrem nerven. Wenn wir natürlich gucken hier, Tempo 106, das ist nicht wenig, sag ich mal. Natürlich, ja, mit einer, ja, Kabila mit 120 kommt er ja natürlich nicht mit. Trotzdem heißt das natürlich, ja, er soll natürlich auch am meisten, sag ich mal, das erste oder vielleicht zweite Monster, je nachdem, auf jeden Fall sein. Und dann haben wir natürlich hier ein geiles Monster, was viel Speed braucht. Braucht nicht viel, könnt ihr so ruhen, ihr könnt ihn total egal ruhen im Prinzip. Ja, entweder spielt ihn auf Swift, Speed, HP, Defense, Crit Damage, was auch immer. Ja, wie auch immer. Natürlich, wenn ihr einen Tanky haben wollt, dann müsst ihr natürlich HP reinnehmen. Und auf Slot 6 entweder HP, Defense, Attack, wo ihr halt am meisten Speed als Subs irgendwie mit drin habt. Oder natürlich ACC. Dieses Monster braucht im Prinzip auch, wenn ihr die vollen Fertigkeiten haben wollt, wenn ihr immer wollt, dass er stunt, wenn ihr immer wollt, dass er im Prinzip einen Defense Break oder whatever, Strip oder wie auch immer machen soll, betäuben soll und. Dann braucht ihr natürlich auch ACC. Also könntet ihr euch überlegen, auf Slot 6 ACC reinzumachen. Ich empfehle nur immer sowas wie Speed, HP, HP. Er soll nerven, er soll tanky sein, er soll oft rankommen und nicht gleich sterben oder so. Trotzdem guckt, dass jede Rune irgendwie Speed mit beinhaltet, ein bisschen ACC beinhaltet, HP beinhaltet. Und dann habt ihr euren Orion. Fertig mit Orion. Das war's schon zu Orion. Orion ist ein geiles Monster. Okay, next. Und die Nummer 1. Wer hätte es gedacht? Es ist unser guter Galione, natürlich. Unser Galle ist natürlich auf Platz 1 hier mit der Leader-Fertigkeit des Angriffstempos verbündeter Monster in den Gildenkämpfen um 24% gestiegen. Ja, also ich erinnere nur an die Kombo zum Beispiel. Galione, Tiana, Zyros. Oder statt Zyros irgendein anderes Monster, zum Beispiel in Guild War. Ist ziemlich mies, auf jeden Fall. Das kann man natürlich mit dieser Leader-Fertigkeit machen. 24% mehr Speed ist auf jeden Fall ordentlich und sportlich. Und kommen wir hier natürlich zum Zeit zum Plündern. Haben wir hier Verbündete, also der die Angriffskraft aller Verbündeten, also von uns 2 Runden, erhöht und die Verteidigung des Gegners mit einer 75% Chance für 2 Runden senkt. Diese Fertigkeit kann kein anderes Monster, nicht so. Kein Angriffsbuff mit, also Attackbuff mit Defense Break, das kann kein anderes Monster mit einer Attacke für 2 gottverdammte Runden. Nein, kann kein anderes. Sonst habt ihr natürlich immer noch Monster, die jetzt, sag ich mal, einen Defense Break landen auf allen, vielleicht auch noch einen Angriffsbalken ein bisschen zurücksetzen und sowas. Das gibt's natürlich, ja, erinnern wir uns an den Phantomdieb, an den Wasserphantomdieb. Aber an sich, so wie diese Fertigkeit ist, hat kein anderer. Dann haben wir hier, greift der Feind mit einem kraftvollen Angriff an und absorbiert 30% seines Angriffsbalken. Das heißt, wir setzen 30% des Angriffsbalkens zurück und wir bekommen die 30% des Angriffsbalkens. Das heißt, unser Phantomdieb ist auch schon mal viel schneller unterwegs. Dann haben wir rückwärts Slash, ja, für eine Runde mit einer 75%igen Chance, einen Defense Break zu landen. Also, dieses Monster ist entweder ihr liebt es oder ihr hasst es, beziehungsweise ihr liebt es und ihr hasst es zugleich. Ja, weil wir erinnern uns, Dragons, Giants oder. Er landet einfach mal Defense Break nicht. Ihr könntet, also wie gesagt, wir wissen ja, bei Dragons im Prinzip 55% ACC, dann Cup, das heißt 55% im PvE-Bereich reichen vollkommen aus,
Weil im Giants sind es 45% und sag ich mal, das höchste sind 55% für PvE, für PvP 85%. Mehr braucht ihr nicht. Mehr ist Verschwendung an sich, irgendwie auf ihm drauf zu machen. Und ja, also das nur als Info. Ihr braucht nicht unbedingt auf Slot 6 eine ACC-Rune, nur weil ihr wollt, dass ihr 100% ACC erreicht. Er wird mit 100% genau das gleiche erreichen wie mit 85% ACC und er wird immer und immer wieder fehlen. Ihr könnt so viel ACC haben, wie ihr wollt. Er wird trotzdem fehlen. Das ist halt das Spiel. Es ist come to us. Es ist wirklich come to us und es ist halt so, ja. Trotzdem, dieses Monster ist für Speed-Teams einfach nur sowas von krass geeignet, ob das Giants oder ob das Dragons ist. Es ist für Tiana-Teams zum Beispiel, Tiana-Comps, natürlich mega gut geeignet, zum Beispiel in der Arena. Es ist auch teilweise für YOLO-Teams, für Realtime-Arena, nennt man auch gerne Galeone rein. Also das sind alles so eine Comps. Also er mit Tiana ist einfach nur mega krass. Egal, was ihr dann als drittes oder viertes Monster irgendwie mit dabei habt, das hämmert richtig, ja. Tiana strippt alles, Angriffsbalken, sag ich mal, erhöhen um 30%. Galeone kommt dran, Defense Break mit Attack Buff und dann kommt euer drittes oder viertes Monster. Meistens nehmen die Leute Zyros oder einem Zama oder. Ja, halt irgendwas, was richtig heftig Damage macht und dann pfuh, weg war's. Ja, das ist auf jeden Fall meine Top 5 gewesen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es ging ein bisschen länger, das Video. Sorry dafür. Aber ich habe mal gehört, ihr mögt es eigentlich so lange Videos irgendwie zu haben. Falls ihr noch irgendwelche Korrekturen habt, ich irgendwas vergessen habe, wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Kann immer passieren. Ich verhake mich auch manchmal, wie vorhin bei Stella. Was bei Stella, glaube ich, ja, mit den Schildruhen. Wie gesagt, kann passieren. Dafür nochmal sorry. Also, falls ich was vergessen habe, unten in den Kommentaren einfach schreiben, ja, damit die anderen vielleicht auch die Infos haben und nachlesen können oder wie auch immer. Oder falls ihr eine Frage habt oder was auch immer, einfach unten in den Kommentaren. Ansonsten am Dienstag, ja, um 19:30 Uhr, nächster Stream auf Twitch. Wir machen wieder ein Opening. Ich habe ein bis zwei, glaube ich, die unbedingt eine Luschen haben wollen in der Luschen-Rota. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir in der Luschen-Rota irgendwie eine Luschen bekommen. Ich bin gespannt. Und ja, ich danke euch fürs Zugucken und next natürlich, also vielleicht nicht nächstes Video, aber das nächste von dem Teil wird natürlich Windmonster sein. Meine Favoriten 5 Windmonster. Und ja, haut rein, viel Spaß und tschüss.